Mili und Kalle im Museum zu Hause. Heute Höhlenbär. Hi, ich bin Kai aus dem LWL-Museum für Archäologie. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe euch nämlich heute wieder ein Tier mitgebracht, was damals in der Eiszeit gelebt hat. Und zwar ist das dieser Bär. Das ist ein ganz besonderer Bär. Das ist nämlich ein Höhlenbär. So sieht er von vorne aus, so von der Seite, von der anderen Seite und von hinten. Der Höhlenbär wurde von den Forschern Höhlenbär genannt, weil man oft Knochen von Höhlenbär in Höhlen tatsächlich gefunden hat. Und wenn man den Höhlenbär mal vergleicht mit einem Bären, so wie er heute lebt, wie hier so einem Braunbären, dann fällt einiges auf. Aber erstmal der Braunbär von vorne, von der Seite, andere Seite und von hinten. Wenn wir die jetzt mal hier auf unserer Platte nebeneinander stellen, dann sieht man ganz deutlich, die haben Ähnlichkeit, die sind beide braun, die haben hier beide auch so einen Buckel auf dem Rücken, aber man sieht ganz klar, dass der Höhlenbär viel, viel größer war als der Braunbär, der heute lebt. Und die Knochen, das habe ich euch schon gesagt, die hat man in Höhlen gefunden. Und wir haben auch Knochen vom Höhlenbär hier und die schauen wir uns jetzt gleich mal an. Aber ich gehe natürlich zu den Knochen nicht alleine, da kommt noch jemand mit. Und zwar ist es diesmal, Moment, gleich kommt sie ins Bild, die Milli. Die Milli, die kennt ihr, das ist die Freundin vom Kalle, die eigentlich in unserer aktuellen Sonderausstellung wohnt, aber die Milli, die macht sich jetzt auf Entdeckungsreise in unsere Dauerausstellung und schaut mal nach, was man da so finden kann, oder Milli? Ja, und da wir jetzt in eine kleine Höhle kriechen müssen, dachte ich mir, ist das gut, wenn wir die Milli als Höhlenexpertin mitnehmen. Machen wir das so, Milli? Okay, macht ihr auch mit? Dann gehen wir jetzt zusammen in unsere Höhle. So, die Milli und ich, wir sind jetzt hier bei uns im Museum in unserer kleinen nachgebauten Höhle angelangt. Und die Milli, die hat auch schon direkt was gefunden. Schaut mal, die steckt schon mitten im Thema drin. Hier haben wir nämlich einen Schädel von einem Höhlenbär. Und die Milli, die steckt gerade ihren Kopf in die Nase des Höhlenbärs. Hat vielleicht noch nach ein paar versteinerten Popeln gesucht. Milli, waren da versteinerte Popel drin? Nein, keine versteinerten Popel. Nee, das ist vielleicht auch besser so. Hier haben wir jetzt einen Schädel von einem Höhlenbär. Und man sieht hier auch ganz genau, dieser Höhlenbär, der hatte ein richtiges Raubtiergebiss. Nicht so wie die Zähne von der Milli daneben, die ja eher ein Nagetier ist. Dieser Höhlenbär, der hatte richtig spitze Raubtierzähne. Und obwohl er die hatte, hat er sich nicht nur von Fleisch ernährt, sondern auch viel von Pflanzen. Also war sozusagen ein halber Vegetarier sozusagen. Und dieser Schädel, den hat man unter anderem in Höhlen gefunden, weil der Bär im Winter zum Winterschlaf in die Höhlen gegangen ist, um dort seinen Winterschlaf abzuhalten. Und deswegen finden Archäologen dort ganz oft Knochen jeglicher Art vom Höhlenbär. Und die Milli und ich, wir werden jetzt vielleicht noch ein bisschen die Höhle erkunden, ob wir hier nicht noch Knochen von anderen Tieren finden, die wir euch dann in der nächsten Folge zeigen können. Bis dahin, tschüss, macht's gut.